Hallo? Nein, was ich. Ach, stimmt. Ich fange jetzt besser so an und sage ciao. Warum wir hier sind und was wir heute machen. Ich tue so, als wäre ich noch auf Sizilien im Urlaub. Ist eine Insel, aber es ist so eine große Insel, dass man auch in Sizilien sagen kann. Da war ich ja gerade im Urlaub und habe ganz viel Arancini gegessen. Das ist ein klassisches sizilianisches Streetfood und das mache ich heute nach. Ist eigentlich ganz süß. Arancino, das Wort, das finde ich eh schon die schönste Geschichte, basiert ja auf dem Wort Arance. Ich spreche es wahrscheinlich total falsch aus, aber Arance bedeutet Orange und Arancini bedeutet kleine Orange, weil diese frittierten Reisbällchen aussehen wie kleine Orangen. Das ist ja wohl total süß. Wir machen heute aber nicht kugelrunde Arancine, sondern kegelförmige Arancine. Denn da gibt es nämlich einen Unterschied, wo man in Sizilien dieses Streetfood isst. Und ich war unten in Catania. Catania ist im Osten und da isst man kegelförmige Arancine. Und die machen wir heute nach. Ich habe hier alles schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen nämlich Risotto-Reis. Die klassische Arancini Siciliana ist halt Safran-Risotto, so wie das hier. Aber die Füllung besteht aus Schweineragout mit Erbsen drin und ein bisschen Tomate. Ich mache aber heute eine vegetarische Variante. Die ist mit einer Füllung aus Bechamelsoße, Mozzarella, Erbsen und dann habe ich noch Scamorza. Scamorza ist geräucherter Käse und da gibt dem so eine richtig geile, abgefahrene, andere Note. Ich habe das alles schon vorbereitet, weil es muss alles kalt sein und ausgekühlt und das ist ja hier draußen ein bisschen schwierig. Die Rezepte sind natürlich alle hier unten verlinkt und ihr könnt natürlich auch euer eigenes Risotto-Rezept vom Vortag nehmen, macht einfach mehr und dann könnt ihr am nächsten Tag Arancini draus machen, die könnt ihr als Snack servieren oder für ein Picknick mitnehmen oder als Schulbrot oder so. Und ich fange jetzt an, unseren Risotto-Reis vorzubereiten, der muss nämlich noch ein bisschen abgeschmeckt werden. Ein ganz klassisches Butter-Parmesan-Risotto-Rezept. Da natürlich immer wichtig, dass ihr ein gutes Reiskorn nehmt, einen guten Risotto-Reis. Ich muss nachgucken. Carnaroli. Oh mein Gott. Carnaroli oder Arborio. Reis. Ich bin so dumm. So, den guten Risotto-Reis, nicht den Milchreis und nicht nur den Rundkornreis, sondern den, der halt richtig schön viel Stärke hat, das ist schon gut. Das schmeckt einfach besser. Hier steht wichtig, Ausrufezeichen. Das Reiskorn ist wichtig. Also, ich habe das Risotto gekocht, in so eine flache Schüssel getan, auskühlen lassen, eine Folie drauf und wirklich über Nacht im Kühlschrank richtig schön ziehen lassen. Und da kommt jetzt noch dazu ein bisschen frisch geschnittene Petersilie. Das gibt dem Ganzen eine schöne Frische. Das ist genial. Ich liebe draußen kochen. Also frisch geschnittene Petersilie. Man kann natürlich auch Basilikum mit reingeben, aber ich finde Petersilie schon irgendwie am besten. Ich habe auch lange nicht mehr im Sitzen so Sachen geschnitten. Das ist richtig genial. Also Petersilie kommt damit dazu und ab. Ich gebe noch ein bisschen Pfeffer dazu, weil auch immer wichtig, das ist wie beim Kartoffelsalat, wenn das über Nacht so ein stärkehaltiges Ding wie Reis oder eine Kartoffel, zieht halt ganz viel Gewürz und Salz. Das heißt, man kann am nächsten Tag auf jeden Fall nochmal nachwürzen, damit es einfach ein bisschen intensiver schmeckt. Bevor wir die Füllung machen, seht ihr gleich ein bisschen was von Sizilien. Weil ich war natürlich auch da, um ganz viele Fotos zu machen und Videos und habe ganz viel gefilmt vom Essen, von diesen wunderschönen Märkten in Catania und in Taormina und weiß ich wie sonst wo, Siracusa und Noto und habe da einfach richtig viel geschlemmt und gegessen. Ah, zum Beispiel, stimmt, ich habe eine Sache rausgesucht in Noto, da gibt's das Café Sicilia und das ist anscheinend total berühmt aus irgendeiner Netflix-Serie. Auf jeden Fall haben alle gesagt, ich soll da hingehen und ganz viele Sachen essen und dann habe ich ganz viele Sachen gekauft und danach konnte ich nicht mehr laufen. Das war alles pappesüß, super lecker und ich habe viel zu viel gekauft.
Ja, hey, hier geht's ab. Risotto fertig. Jetzt geht's an die Füllung. Hier habe ich mir eine ganz klassische Bechamelsoße gemacht, bestehend aus einem Esslöffel Butter, einem Esslöffel Mehl. Das wird ein bisschen erhitzt im Topf und dann kommt da Milch dazu. Das wird aufgekocht, dann ist es richtig dick. Dann wird das mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abgeschmeckt. Fertig aus. So wie bei einer Lasagne, so eine Bechamel. Und da kommen jetzt dazu Erbsen, die habe ich blanchiert. Die sind total lecker, schmecken nach Sommer. Und Mozzarella, da habe ich hier schon ein kleines Stückchen geschnitten. Und das kommt da einfach dazu. Scamorza, ich mache den doch mit dazu, dann ist alles zusammen, geht es einfacher. Ich habe mir den in Würfel geschnitten, man kriegt den auch immer so im Ganzen. Der kommt hier einfach mit dazu. Jetzt kommen wir zum nächsten. Die sind frittiert, das heißt natürlich werden die auch paniert. Also es kommt eine Panade drumherum. Die besteht aus Semmelbröseln und nicht der klassischen Mehl-Eier-Straße, also Mehl-Eier-Paniermehl, sondern ich mache eine... Ich guck noch mal nach dem italienischen Wort. Pastella. Die Pastella ist eigentlich ganz praktisch, weil die gibt quasi dem Reis mehr Raum vom Geschmack her. Die nimmt nicht so viel Geschmack weg wie zum Beispiel ein Ei, sondern ist eher leichter und dezenter im Geschmack. Und deswegen machen wir da jetzt diese Mehlpampe, weil die einfach besser ist. Wir nehmen 150 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser. Jetzt muss ich mir kurz ein bisschen Wasser holen. Aus meinem Lager, aus meiner Küche. Also es ist wie so ein Pfannkuchenteig, sollte das die Konsistenz haben. So, so supi. Salz kommt natürlich auch noch dazu, damit es nach was schmeckt. Jetzt räume ich hier kurz auf. Was zeige ich euch, während ich aufräume? Zeige ich euch ein bisschen was von der Landschaft von Italien. Vielleicht den Ätna. Ich weiß nicht, ob ich ihn gefilmt habe oder nicht. Aber irgendwas, das ganz schön aussah, weil obviously war das ein wunderschöner Urlaub. So, jetzt baue ich mir hier so eine Straße. Also Arancine lassen sich am besten formen, wenn man die Hände so ein bisschen nass macht. Ich habe mir hier das total professionell vorbereitet. Also eine Handvoll Reis. So ein bisschen platt drücken und schon so eine Zylinderform formen, dass sie oben ein bisschen spitzer ist als unten. Dann kommt da ein Löffel von der Füllung rein und dann wird das Ganze abgedeckelt. Wieder natürlich mit so einem Dreieck aus Risotto-Reis. Und dadurch, dass es ja so ein, es ist ja ein Streetfood, das ist schon relativ groß. Ist jetzt nicht so winzig klein. So, Zylinder. Ich glaube, sieht jetzt gut aus, ne? Mit meinen Matschfingern. Okay, dann starte ich direkt mit der Panade, Panierung. Schwuppdiwupp, rein da. Oh, guck mal, der sieht ja richtig perfekt aus hier. Guck mal, wie schön. Das ist ganz schön. Bin ich selbst überrascht. Jetzt haben wir es. Jetzt sind sie alle voll fertig paniert. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir sind ja hier outdoor, am Outdoor-Kochen. Da steht mein Gasgrill im Topf mit Fett. Und da frittieren wir den Quatsch jetzt weg. Ich guck mal, ob das Fett heiß ist, weil ich habe irgendwie keinen Stock dabei. Also wichtig beim Frittieren bei diesen großen Dingern ist natürlich auch, dass das Fett nicht zu heiß ist, weil sonst werden die außen schnell dunkel und innen sind wir dann aber nicht flüssig, weil wir wollen ja, dass der Käse schön schmilzt. Also ich mache jetzt die restlichen da rein. Das Fett ist nämlich schön heiß und dann 3-4 Minuten immer so ein bisschen das Fett rüberschütten. Aber soll natürlich schön goldbraun und knusprig werden. Ja, aber das ist ja hier ein perfekter Zeitpunkt, um da ein paar Einspieler reinzumachen. Vom Urlaub, oder? Ja.
Also die können jetzt raus. Wichtig, immer schön was zum Abtropfen dazulegen, also Küchenkrepp, damit die da gleich abtropfen können. Die anderen mache ich zu Hause, kann man auch im Backofen machen, ist nicht ganz so geil, aber geht auch im Backofen. Ich schneide es einmal auf, damit ihr seht, was da drin abgeht. Ich bin auch sehr gespannt. Das hört sich knusprig an. Ach, ich mache das so. Guck mal, wie geil das bitte aussieht drinne. Das schmeckt wie Italien. Sizilien. Schmeckt so ein bisschen geräuchert durch den Scamorza. Und hier der Käse macht geile Käsefäden, weil es total lecker ist. Woo! Schön cremig, weich, knusprig, alles. Nachkochen. Nachmachen und mir ein Foto schicken. Kann jetzt dazu sagen. Ciao. Ciao. Buona notte. Ich höre auf damit. I'm sorry. Lecker Petersilie. Ich finde das im Sitzen total genial. Das gefällt mir richtig gut. Hey, aber so ist Frittieren ja wohl total geil an der frischen Luft. Ja. Also ich finde, dieses Rezept hätte ich niemals euch gezeigt, hätte ich das bei mir in der Wohnung machen müssen. Wäre ekelhaft gewesen. Da, wie sollen die Leute das zu Hause machen? Ah ja. Okay. Ja, das lassen wir dann raus. Wohl. Vielleicht formulierst du es nochmal um als Tipp.